Willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. So, wir haben tatsächlich direkt einen Polizisten hier gekriegt. Und der Wagen ist echt unglaublich langsam. Das könnte tatsächlich eine Herausforderung werden hier. So, wir sollen ja, glaube ich, nicht irgendwie Geldstrafen noch holen, sondern einfach nur 5 Minuten lang hier wegfahren. Gut. Wie gesagt, sollte kein großer Akt, also das Aufrechterhalten ist kein großer Akt. Problem ist halt das Entkommen mit dem Wagen, weil der halt nicht schnell genug vom Fleck kommt. Mal schauen, was das dann wird. Ah, hast du dich verfahren, Herr Polizist? Dann müsste ich jetzt nochmal schnell zurück. Och Mann. Na gut, dann halt nochmal neu. So, haben wir dann halt eine Minute schon zum Fenster rausgeschmissen. Würdest du vielleicht mal kommen? Geht doch. So, also, wie gesagt, das ist halt immer so eine relativ langweilige Sache, weil das meistens, es dauert halt einfach nur. Es ist jetzt keine allzu große Herausforderung. Es kostet nur unnötig Zeit. Kommt ihr? So, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob und wie wir da jetzt noch entkommen können. Ah, fahren wir erst noch ein bisschen gemütlich durch die Stadt. Brumm, 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 brumm. So, der PG. Für ein R-Rating hat es vielleicht nicht mehr gereicht. Aha. So, ja, ja, lalü, lala, ist in Ordnung. Passt schon. Guck mal, der wird auch schön langsam. Aber das ist halt zum Glück ein NPC und kein anderer Spieler, der mir auf die Nerven gehen könnte. So, 1,5 Minuten. Ja, machen wir gemütlich Spazierfahrt, ne, Kollege? Was meinst du? Kommst du nach? Jawohl. Gut, 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 gut. Und theoretisch, glaube ich, mit dem kann ich auch ein bisschen Gas geben. Das sollten die noch schaffen, das einzuholen, das kleine Wägelchen hier. Jawohl, siehst du? Schon kommen sie angedotzt. Ah, es wird ein bisschen verfranst da hinten. Na, kommt aber noch mit. 2 Minuten haben wir. Ach Mann. Ach Mann, ach Mann. Aber gut. Ich muss sagen, das sind tatsächlich im Moment die nervigsten Missionen. War vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die jetzt bis zum Schluss aufgehoben habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil du halt immer dieses Rumsuchen musst, immer Polizei finden musst. Also nicht immer, aber oft. Und dann halt diese langwierigen Sachen dann vorher noch absolvieren. In dem Fall halt 5 Minuten lang vor Polizei wegfahren. Der was für den BMW gerammt. Ist nicht nett. Gar nicht nett sowas. So viel dann zur Polizei, dein Freund und Helfer, ne? Aber 3 Minuten hätte doch auch gereicht. Ich meine, das ist jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt 5 oder 3 Minuten hier rumfahre. Ist genauso langweilig. Also wie gesagt, es ist, ja, man hätte deutlich, es hätte man jetzt deutlich abwechslungsreicher machen können, das Spiel, man hätte es von der Technik wesentlich besser machen können. Also, ja, ist kein Spiel, was ich jetzt irgendwie uneingeschränkt empfehlen würde. Gut, ich bin halt auch kein Rennspieler, das halt, kommt halt auch nochmal dazu, aber, ja, ich habe wesentlich schönere Spiele gespielt in meinem Leben. Ist nicht alles schlecht, wie gesagt, aber einige Sachen, die mich doch sehr stören bei dem Ding. So, 2. Runde. Hier waren wir ja gerade schon mal.
Noch eine knappe Minute und dann kann ich mal gucken, ob ich ihn loswerde. Na, 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 na. Ich glaube, hier wäre das gar nicht so verkehrt, wenn wir hier ein bisschen Gas geben dann. Oh, guck mal, eine Straßensperre. Hallo, Straßensperre, wie geht's dir? Oh, die hat wirklich aufgehalten. Okay, also nicht zu langsam durch Straßensperren durchfahren. Ist vielleicht keine gute Idee. So, eine halbe Minute haben wir noch knapp. Oder gute halbe Minute. Dann haben wir auch das dann geschafft. Hallo Hot Wheels Truck. Echt sehr aggressiv, die Polizisten hier. Hey. Dreist. Ah, Verstärkung. Natürlich jetzt zum Schluss kommt Verstärkung. Okay, ich glaube, so lange kann ich immer Gas geben. 5 Minuten haben wir um. Tschüss. Und 5000 Geldstrafe, okay. Hätten wir das auch noch gebraucht? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist halt das Problem, mit dem Wagen jetzt entkommen. Da ist kein Nitro drin, der ist nicht sonderlich schnell. Ich glaube, Nitro hätte ich tatsächlich mal noch einbauen können. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Verzeihung. Ja, der Hustenreiz kommt leider wieder durch hier. Gut, so lange nehme ich, glaube ich, noch gar nicht auf. Aber gut. So, dann hätte ich gerne langsam so ein bisschen Abstand. Ich brauche endlich mal wieder Abstand. Ich glaube, ich sollte vielleicht mit dem Wagen darauf hoffen, dass wir irgendwas Verwinkeltes haben. Das heißt, möglichst bald abfahren. Ah, nee, es geht nicht. Okay. Naja, Nitro ist leider nicht verfügbar. Weil wir unbedingt eine Schrottkarre fahren mussten. So. Oder ich fahre halt die ganze Zeit auf der Gegenspur und hoffe, dass der Polizist oder die Polizistin, war ja glaube ich eine Frau gerade, irgendwo reinheizt, siehst du? So zum Beispiel. Dann heiz ich noch irgendwo rein, dann haben wir wieder Gleichstand. Sollte jetzt aber reichen, denke ich mal. Ah, sieht gut aus, sehr schön. Okay. Dann melden Sie sich bitte nochmal. Jetzt sagt bitte, ich hätte 7000 irgendwas gebraucht. Dann werde ich ein wenig grantig. Unter 200 PS, du blödes Arschloch, du gottverdammtes Arschloch. Boah. Ich mache einen Schnitt, weil wie gesagt, es ist halt... Es ist halt echt langweilig. Für mich und wahrscheinlich für euch auch. Von daher, ihr habt jetzt eine Verfolgung gesehen über 5 Minuten. Ich mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann wieder, wenn ich das dann mit einem Wagen unter 200 PS geschafft habe. Seufz. So, ich habe es geschafft. Und zwar folgendermaßen. Ich musste mir halt echt ein bestimmtes Auto. Ich habe das auch, wie gesagt, es war mal wieder eine Sache, wo mich das Spiel tierisch angekotzt hat und wahrscheinlich auch schlecht programmiert wurde mal wieder. Ich habe jetzt wirklich einen bestimmten Wagen, und zwar den Toyota Sprinter, bla, irgendwas, keine Ahnung, genommen. Zumindest war das ein Auto. Ich habe es einmal mit einem Auto mit 197 PS gemacht, ich habe es einmal im Auto mit 150 PS gemacht und der hat jetzt 120 PS und damit, weil ich in Videos gesehen habe, dass es damit funktioniert hat, es hat damit auch funktioniert, deswegen jetzt zum Glück, ich hatte, ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Anrufläufe gebraucht, ich habe das Rennen jetzt auch schon einmal versaut, ich habe keinen Bock mehr, ich will es jetzt einfach fertig bringen, das Spiel, und bin froh, wenn es rum ist. So, genug gemotzt, auf geht's, ich hoffe, jetzt funktioniert's. Scheint das letzte zu sein, also zumindest so wie das aussieht und so wie das gerade angekündigt wurde. Wir haben es fertig und dann habe ich auch
Ich bin froh, wenn es rum ist. Ich bin echt froh, wenn es rum ist mittlerweile. So. Wie gesagt, die Jungs sind jetzt hier schon deutlich fixer unterwegs. Hab's jetzt halt, wie gesagt, beim ersten Mal auch leider nicht schaffen können. Von daher gehe ich davon aus, dass das hier jetzt das finale Rennen der Outlaws ist. Jawohl, hört auch auf, mich zu blockieren. Na, zumindest ein paar haben wir jetzt abgeschüttelt. Na, das bremst doch so ein bisschen aus. Also auch den Wagen. Okay, und den da vorne müssen wir halt jetzt irgendwie mal noch kriegen. Gucken, dass er dann auch wegbleibt. Problem sind halt echt, dass die haben ja teilweise üble Straßensperren aufgebaut, also wo wir dann auch, also wo die Map, die Strecke dann auch wirklich durchgeht. Die scheinen jetzt, also das war vorher nämlich auch schon da. Das ist wohl Sinn der Sache, dass die hier rumstehen. So, Nitro. Zum Glück gab es keine Abstürze, also keine fehlenden Teile der Karte. Das war dann doch schon mal eine Menge wert. So. Dann geht's hier rüber. Ja, hier war es etwas enger. Ebenso wie hier. Und dann weiter hier hoch. So, genau, das war das, was ich meinte. Da müssen wir es halt auch durchschlängeln. Was gar nicht mal so einfach ist, direkt Nitro drauf. Wir haben jetzt nicht viel Vorsprung, wie es scheint. Da bin ich das letzte Mal schon dagegen gefahren, allerdings jetzt nicht so, dass es hier mich komplett aus den Latschen haut. Natürlich ist es wieder... Ist doch scheiße, das ist doch echt kacke hier. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich will das Spiel endlich vorbei haben. Wie gesagt, Spaß macht's leider die letzte Zeit schon nicht mehr. Es ist einfach, ja. Es ist einfach mit den, auch die technischen Probleme sind eigentlich so der Hauptgrund, dass mir da so der Spaß entgeht. Und ich habe doch zu viel Probleme hier mittlerweile. So, dich holen wir mal. Dann fehlst du noch. Bitte drifte. Die Steuerung ist halt auch öfter mal, dass die nicht so richtig reagiert. Also ich hatte tatsächlich nicht allzu viel Positives zu sagen, aber das können wir dann nochmal beim Outro oder bei den Credits dann erläutern. Dankeschön. Das ist unglaublich gut, dass du mich hier reingestupst hast, Polizist. Jetzt werde ich nämlich wieder unglaublich lange zurückliegen. Und es dauert, ich will den Scheiß nicht mehr machen. Ich will fertig werden. Mann! Na, wenigstens sind die langsam. Hier bitte rumfahren. Dankeschön. Sehr schön. Es funktioniert mal was. Oh Mann, 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 Mann. Na gut, ich glaube, so viel ist es nicht mehr. Genau, hier war diese Driftstelle, die jetzt wieder wunderbar funktioniert. Du sollst driften wagen. So. Die letzten paar Ecken noch. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ich wäre unglaublich froh. So, hier nochmal runter. Ja, das sieht zumindest einigermaßen brauchbar aus gerade. Vorletzter Kontrollpunkt und wir sind durch. Meine Güte, das war
ja. Wie gesagt, ich bin froh, dass es rum ist. Ich hoffe mal, das war es jetzt auch so langsam. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch ein Abschlussrennen machen müssen, um dann halt Ikonen der Ikonen zu werden. Ich habe mal in die Erfolge schon mal reingeschaut, die Tage. Na dann. Echt wahr? Unglaublich, was du da abgezogen hast. Das wird keiner vergessen. Keiner. So. Ja, wahrscheinlich treffen wir uns jetzt noch zum gemütlichen Abendschmaus. Und dann wären wir auch hier mit der Tour fertig, zum Glück. Ja, und dann haben wir eigentlich alle Ikonen-Sachen gemacht. Ist halt die Frage, war es das dann oder kommt da noch ein Abschlussrennen, um halt eben, wie gesagt, zur Ikone der Ikonen zu werden? Ich muss halt erstmal die Cops loswerden, bis ich da schnell reisen kann. Dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. So, immerhin haben wir noch Level 50 erreicht. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Haben hier das Auto voll aufgetunt. Das war dann, habe ich gesagt, habe ich zwischendurch dann mal noch so gemacht gehabt. Und ja. Wir sind entkommen. Sehr schön. Jawohl, triff die Outlaws im Diner. Okay, ich hoffe mal, das war's. Teleportieren wir uns hin. Und dann schauen wir doch mal. Also wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass es da noch ein Rennen gibt, wo wir gegen alle antreten müssen. So als... Ich hoffe, es ist nur ein Rennen, wie gesagt. Ich bin froh, wenn das Spiel um ist. War mal wieder, ja, ich habe mich jetzt doch viel durchquälen müssen die letzte Zeit. Aber irgendwie, ja, der Drang, die ein abgeschlossenes Projekt auf dem Kanal zu haben, war dann doch größer. Gut, schauen wir mal, was das jetzt wird. お前とお前ピットブルみたいな走りするな。ここにいるピットブルたちもWe welcome you. Yeah, geht doch nichts über würdige Rivalen, Mann. Komm schon, trink was mit uns. Willkommen zurück von den Toten, Mann. Willkommen zurück. Willkommen. Gut, wir sind die Outlaw-Ikone. Ja, und dann wäre es das soweit. Da haben wir alle Ikonen-Sachen gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch ein Anruf kommt. Oder irgendwas. Ich meine, wir haben Eddies Challenge gemacht. Ist das... Das ist noch nicht freigeschaltet. Mal schauen. Fahren wir noch ein bisschen durch die Gegend. Gucken, ob sich noch jemand meldet. So, vielleicht jetzt auch, wie gesagt, noch mal ein bisschen ruhiger. Vorhin die Sache mit dem 300 PS Rennen. Ich hab's halt echt, ich hab's mit drei Wagen gemacht und dieser Toyota Supreme, ich kann ja mal in die Garage gehen. Ich glaube, ich hab ihn noch nicht verkauft. Ja, der hat's dann halt gerissen. Ich habe aber auch, wie gesagt, in dem einen Video, der hatte, ich glaube, der hatte dann auch den Wagen gerade unter 200 PS getuned. Also, ich bin, glaube ich, gerade rausgefahren. Hier dieser Toyota Sprinter, genau der war's. Also, wie gesagt, mit dem ging das dann. Wahrscheinlich muss man den nehmen. Ich habe keine Ahnung.
So, und jetzt? Weil viele es verlangt haben, wiederholen wir den letzten Lauf. Die Menge scheint hinter dir. Ja, weil ich das, glaube ich, damals verhauen habe. Und jetzt? Wie ist das jetzt, dieser letzte Lauf, den wir noch machen können oder machen müssen? Kommt noch ein Anruf? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, die Folge wäre jetzt eigentlich zu Ende, wie gesagt, wenn das halt nur ein Lauf ist. Ach, diese Ladezeiten. Wisst ihr was? Ich pack's trotzdem in die nächste Folge. Ich denke mal, die Credits werden auch noch lang genug sein. Ist halt blöd, wenn dann nur... Wenn es halt nur gerade ein Rennen gibt, aber ich gehe davon aus, ich werde auch wahrscheinlich mehrere Anläufe brauchen. Ich habe jetzt hier schon einen ausge... Ah ja. Guck mal, da kommt doch was. Was geht? Ihr hört mit? Oh hey! Komm, wir treffen uns zu einem besonderen Lauf. Nur unsere Gruppe. Ich bin fast da, Leute. Ich bin schon da, Mann. Okay, ich sollte fahren. Oh, hörst du das? Du musst unbedingt kommen, Mann. Ciao. Ist das jetzt der Lauf? Dann machen wir den halt noch gerade. Dann gibt es halt eine längere Folge. Die Ehrenrunde. Ja, scheinbar. Rundkursrennen. Okidoki. Na dann. Bringen wir es mal hinter uns. Ja, dann gibt's eine extra. Also wie gesagt, ich versuche es, wenn ich es in der Tour nicht hinkriege, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ansonsten gibt es dann gleich noch ein Upgrade. Kommen gegen in die Top 3. Seid nett, Leute. Ich bin's Na komm. Dann müssen wir jetzt nochmal gegen die ganzen Ikonen nachher fahren. Erst gegen unsere Crew und dann gegen die Ikonen. Das könnte halt auch sein. Naja, wir schauen mal. Wir fahren jetzt erstmal die Runde hier. Beziehungsweise die zwei Runden. Gucken, ob und wie das funktioniert. Und hoffen das Beste. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lang dauert hier mit dem Spiel. War jetzt lang genug. Ja, das ist halt auch wie bei Mafia. Es ist halt langes Let's Play mit über 50, 60 Parts. Aber man hätte halt auch viel rauslassen können. Weil es langweilig war. Also gerade die Sachen hier mit der Polizei waren sehr, sehr stressig. Herrschaftszeiten. Oh, ich glaube, wir kriegen ein bisschen Besuch gerade. Ich sollte ein bisschen aufpassen hier mit der Fahrerei. Ja, wird echt eine sehr lange Folge werden. Vielleicht splitte ich sie ja auch. Oder habe sie jetzt gesplittet in zwei Folgen. Das hätte besser klappen können mit dem Drift. Meine Güte, fahr, bitte, wenn ich nach links lenke, möchte ich, dass du nach links fährst, Auto. Nicht irgendwelche andere Scheiße baust. Das meinte ich ja mit dieser trägen Steuerung, die ist... Es geht meistens ganz gut, allerdings hat sie halt auch ihre Aussetzer.
So. Sehr schön. Fahren wir hier nochmal rüber. Andererseits, wenn wir hier nur in die Top 3 kommen müssen. Ich weiß nicht, ob das wirklich schon das finale Rennen dann ist. Ich denke, das finale Rennen sollen wir gewinnen, um halt quasi zur Ikone der Ikonen zu werden. Hm. Wie gesagt, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ups, da ist was in mir gespawnt. Das ist halt auch so, dass einfach vor dir Gegner und Autos, also Gegner ja nicht Autos aufploppen. Ich weiß nicht, ob die danach noch andere Spiele programmiert haben für... Ich weiß auch nicht, nee, ich glaube danach gab es auch kein Need for Speed mehr. Das müsste das aktuellste sein. Müsste ich mal nachschauen. Denn, ja, mit Ruhm haben sie sich nicht bekleckert. Leider, leider. Ich hätte gern mehr Positives gesagt, aber ist nicht der Fall. Ah. Ich denke mal, ich werde es dann splitten hier. Doch relativ langes Rennen. Ich hoffe echt, dass es reicht, dass das nicht nochmal machen muss. Aber bisher sieht es zum Glück noch einigermaßen gut aus. So. Dann komm. Neue Runde, neues Glück. Ja, hätte besser laufen können mit dem Drift. Aber wie gesagt, wir haben ja noch unseren Vorsprung und von daher sieht es noch nicht ganz so eng aus hier. Wir haben ja die erste Runde schon einigermaßen hingekriegt. Dann sollte es bei der zweiten hoffentlich auch klappen. So, hier nochmal rüber. La la la. Kontrollpunkt. Ja, es geht. Wir kommen ganz gut zurecht, bis ich jetzt halt hier gegengefahren bin. So, bitte lass mir genug Zeit, dass ich ja noch Vorsprung habe. Sehr nett. Weiß nicht, wie viel das jetzt gekostet hat, aber sollte passen. Ich meine, wir haben ja noch eine Menge Strecke vor uns. Daher hätten wir auch notfalls noch wieder was aufholen können hier. So. Das sind irgendwelche anderen, die da unten fahren, habe ich den Eindruck. Ich dachte mich gerade, hey, da ist jemand vor mir. Allerdings fahren die eine andere Strecke. Ah, das war wieder knapp. Da bin ich zu spät auf die Bremse. Na, jetzt kann ich ja wieder was rausholen hier. Ich habe echt immer Angst, wenn das alles so dunkel ist, aber das ist nur beim Rausfahren aus dem Tunnel. So, hier nochmal rüber bitte. Danke. Du kannst auch ein bisschen schneller darüber driften. Schrägstrich fahren, dann passt das auch. So. Hallo, Buttspot. Hm, das war knapp. Hi. Du kannst da mal weg. Du störst nämlich gerade beim Fahren. Ich glaube, die unten haben sich auch aber gerade zerlegt. Von daher ist das gar nicht so verkehrt.
Ja, zu eng. Du fährst darüber, sowas. Nimmt der einfach mal so die Abkürzung. Hätten wir wahrscheinlich theoretisch auch machen können, aber ich meine sowas gerade ganz angenehm. Er lässt sich noch großartig rumfuhrwerken. So. Bisschen Gegenverkehr, dem können wir aber zum Glück noch einigermaßen ausweichen. Es ist halt allgemein sehr leer hier, die Stadt. Bei den Rennen kommt es mir zugute. Wie gesagt, jetzt als ich da die Polizei suchen musste, war es sehr nervig, bis ich da mal jemanden gefunden hatte. So, generell die Sachen hier, wo man sich halt beweisen musste bei den Outlaw-Sachen, die hätte man auch weglassen können. Das war zu viel Sucherei. Das war nicht schön. So, ich dürfte jetzt so bei 30 Minuten sein. Wenn es das letzte Rennen war, lassen wir dann halt noch einen Abspann danach. Ansonsten habe ich wahrscheinlich dann vor dem Rennen geschnitten, wenn danach noch was kommen sollte. Spoilers, kommt noch was. So, gut. Das lief zum Glück problemlos. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Fast noch. Wir haben Level 51, gut. Alles klar, sind wohl noch mehrere Missionen. Gut. Dann, oder wir beenden einfach die Folge hier, da haben wir doch eine längere Folge und dann machen wir die nächste Mission in den, später. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.